Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Heute versuchen wir unseren Vater zu retten, der höchstwahrscheinlich sterben wird, weil wir haben gerade erst herausgefunden, dass er unser Vater ist. Und wenn man eins weiß in Spielen und Filmen, wie sich die Dinge doch ändern können, dann stirbt er. Was meinst du? Wie lange kennen wir uns jetzt? Ein paar Wochen? Könnte hinkommen. Davor habe ich den Mädchen in Ratai nachgejagt und du hast Rüben gezogen. Und nun sieh uns an, zwei Veteranen. Ich war Schmiedegeselle und kein Rübenzieher. Läuft aufs Gleiche hinaus. Nein! Wo rennst du denn hin, Pferd? Ja! Vor ein paar Wochen? Also für uns war das Monate. Was soll ich ihm sagen? Keine Sorge. Mir fällt schon was ein. Tja. Hoffentlich ist er dort. Und wohlauf. Na komm, überhol mich. Ja. Kann ich in deinem Windschatten reiten? Sei doch nicht so langsam. Du hast aufgespürt und dich in Vranik eingeschlichen hast. Also ich will damit sagen, Hut ab, Heinrich. Ich hätte das nicht gewagt. Ehrlich gesagt, habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich musste es einfach tun. So, ich bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass wir Ratzig nicht finden. Was glaubst du? Toss Wort halten? Er ist ein Adliger. Ja, ich auch. Herr Ratzig wird dort sein. Bin ich ja mal gespannt, wie lange dauert es dann noch dahin? Das ist noch ein ganz schöner Marsch. Ich weiß noch, wie wir das erste Mal diesen Weg gelaufen sind. Oder geritten. Das war ein Theater. Hast du mich schon überholt? Oh. Ja. Was wirst du jetzt machen? Vor nicht allzu langer Zeit habe ich keine 3 Tage vorausgedacht. Vielleicht sollte ich allmählich etwas für Ratai und meine Leute tun. Etwas Großes. Aber dafür ist später noch genügend Zeit. Etwas Großes, ja? Er wird wahrscheinlich aufgespießt sein oder irgendwas. 100 Pro. Keine Spur von ihnen. Weiter. Dort! Oh. Freut mich, dass Istvan sein Wort hielt, Herr. Nicht so sehr wie mich, werter Herr Hans. Wir hielten unseres ebenfalls. Istvan hat seinen Vorsprung, aber jetzt ist er freiwillig. Wohin ritten Sie? Gen Norden, aber sei vorsichtig, Herr Hans. Keine Sorge, ich habe doppelt so viele Männer wie er. Du bist tot. Sie sind alle tot. Aber ich will euch nicht länger aufhalten. Ich bin mir sicher, ihr habt viel zu bereden. Auf geht's! Doppelt so viele Männer wie er? Er hat 3. Das heißt, dass Toast 1,5 hat. Ja, sie behandelten mich ganz gut. Nur mein Pferd raubten sie mir, ich muss zu Fuß zurück. Sieht aus, als wäre es vorbei. Noch lange nicht. Es ist erst vorbei, wenn wir dieses Chaos beseitigt haben. Und diesen Bastard schnappen. Wie konnten wir ihn ziehen lassen? Wäre sein Tod es wert gewesen, dass Herrin Stephanie und ich auch unser Leben lassen? Natürlich nicht. Aber was hielt uns davon ab, ihn nach dem Austausch umzubringen? Ehre? Ehre? Wenn man dem Wort eines Edelmanns nicht trauen könnte, hätte er dem Austausch niemals zugestimmt. Und worin liegt die Ehre, seinen Sohn zu verstoßen? Du weißt, wie es ist. Wir waren jung. Es geschah. Und ich konnte keine gemeine Frau heiraten. Und dann kam dein Vater. Martin, meine ich. Und er kümmerte sich anschließend um euch zwei. Er wusste es? Was? Dass ich dein Vater bin? Natürlich. Er war ein guter Mann.
Er nahm dich auf. Aber ich behielt dich im Auge. Sei dir dessen gewiss. Ich weiß so wenig über seine Vergangenheit. Er hat nichts erzählt? Du ähnelst ihm sehr, obwohl ihr nicht gleichen Blutes seid. In deinem Alter begann ihn sein Handwerk zu langweilen. Er zog hinaus in die Welt. Er erlebte viele Abenteuer und kämpfte in einem Krieg. In einem Krieg? Ja, in Polen, glaube ich. Und ich denke nicht, dass es ihm gefallen hat. Deshalb wollte er, dass ich zu Hause bleibe. Er war eine Zeit lang in Prag und ließ sich dann in Kuttenberg nieder. Offenbar hatte er dort einen Zwist mit jemandem und kam schließlich hierher. Den Rest kennst du. Ich habe ihn geliebt, aber dennoch fühlte ich mich immer irgendwie fehl am Platz. Schätze, das lag dir im Blut. Ich verlor das Einzige, das mir von ihm blieb. Dein Schwert. Ah, das Schwert. Es gehört nicht mir. Es ist dein. Für einen Moment war es greifbar nah und doch so fern. Naja, lässt sich nicht ändern. Beinahe hatte ich es doch. Etwas anderes war mir einfach wichtiger. Womöglich bekommen wir irgendwann die Chance, es zurückzuholen. Die Sache mit Toss ist noch nicht vorbei. Dummerweise. Das wäre mir nur lieb. Ich will nicht nur das Schwert, sondern auch diesen Bastard, Istvan. Und dann suche ich diesen deutschen Hurensohn, der Skalitz niederbrannte, und erschlage ihn damit. Sein Gesicht werde ich nie vergessen. Und seinen Namen. Markwart von Aulitz. Das ist ein edles Vorhaben, mein Sohn. Doch vergiss nicht, es gibt andere Dinge in dieser Welt, für die es sich zu leben lohnt. Als da wäre? Sieh dich mal um. Ein blauer Himmel, weiches Gras unter den Füßen, guter Wein, ein hübsches Mädchen, ein gutes Gespräch mit Freunden und ein gesundes, wackeres Ross. Dafür lohnt es sich zu leben. Obwohl ich nicht abstreiten kann, dass das Schwein für die Ermordung deiner Mutter bezahlen muss. Auf Kosten der anderen Dinge sollte man sich jedoch nicht zu sehr damit beschäftigen. Wo wir von Rössern sprechen, wir werden wohl wie die Templer reiten müssen. Und das heißt? Zu zweit. Eines Tages erzähle ich dir von ihrem Siegel. Du kannst vorne sitzen. Oh, ein 5 FPS Schmetterling. So habe ich es mir immer vorgestellt, meinem Sohn das Reiten beizubringen. Wäre einfacher, wenn du etwas kleiner wärst. Meine Güte, heute ist wirklich jeder unterwegs. Wer das wohl ist? Ich denke, ich weiß es. Markgraf Jobst. Der Vetter des Königs. Ich frage mich, was er will. Ich frage mich, warum dann nur Wir Pferde waren. Wir werden es bald herausfinden. Was? Wollt ihr mich verarschen? Das ist das Ende von Kingdom Come Deliverance? Wollt ihr mich verarschen? Ist es das, was ihr wollt? Das kann ich nicht glauben. Nee. Wir waren... Das... Warum? Aber das ist doch noch lange nicht... Was ist mit meiner Hauptquest? Ich hatte noch eine Hauptquest. Und da hieß es, ich soll den Tod meiner Eltern rächen und... Hä? Aber... Ich hab das Schwert auch noch nicht. So, kauft euch den zweiten Teil. Oh, ja gut, ich meine, wir haben jetzt nahezu 100 Folgen. Das ist schon ziemlich gut für ein Spiel. Aber...
Ich finde das doch schon ein bisschen krass, dass es jetzt vorbei sein soll, weil ich meine, wir haben uns noch nicht gerecht, weißt du? Wir haben den Typen jetzt laufen lassen, wir haben das Schwert nicht bekommen. Den Rest machen wir in Teil 2, hurra, 2030. Wow. Naja. Oh, die Beckers. Ob da irgendwo Gronkh dabei ist? Ich glaube, Gronkh hat auch gespendet. Ne, der ist nicht dabei. Hat ziemlich wenig Bäcker, ne? Naja, egal. Aber es... Ich muss sagen, so geil wie das Spiel auch ist, so unbefriedigend, richtig unbefriedigend ist das Ende. Ich meine, es kommen noch 2 DLCs, glaube ich, sind noch geplant. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwo eine Haupt-DLC dabei ist. Ich glaube echt, die verlagern das alles in den zweiten Teil. Gut, ist jetzt natürlich ein Indie-Entwickler und so. Aber ich weiß nicht. Das Ende ist einfach nur unbefriedigend. Und ich habe mich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass ich jetzt noch irgendwie 20 Folgen mache oder so. So um den Dreh. Weil wir waren ja mit allen Nebenquests fertig. Fehlten nur noch die Hauptquests. Aber das ist so endet, so abrupt. Keine Ahnung. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht darüber, dass es jetzt zu Ende ist, auf diese Art und Weise. Ich meine, ich habe meinen Vater gerettet, also in Anführungszeichen Vater, weil ich meine, der war nie für mich da, hätte ich ja nicht drauf scheißen können. Ich hätte lieber das Schwert gehabt, weißt du? Scheiß auf Ehre, ich will das Schwert, ich will das Geld. Auch wenn ich reich bin. Man kann nie genug Geld haben. Naja. Gut, Freunde, ich würde glatt behaupten, das war's fürs Erste mit Kingdom Come Deliverance. Es wird definitiv noch die Add-ons kommen, die wir dann zusammenspielen. Ein Add-on war ja schon da, das mit dem Dorf. Ja, geht so. War ein kleiner Spaß für zwischendurch. Hätte es dieses Feature von Anfang an gegeben, hätte es das Spiel ein bisschen mehr abgerundet, weil im Endeffekt... Huch. Da geht mein PC in den Standby-Modus. Mitten, wo das Spiel läuft, ich meine, hä? Naja, es hätte das Spiel ein bisschen mehr abgerundet, wenn man von Anfang an dieses Geld investieren konnte in diese Stadt, weißt du, dass man allmählich ein bisschen mehr Geld reinbekommt. Aber ich meine, ich habe jetzt dieses Let's Play gespielt und wirklich halt seltener als normale Spieler sowas gespielt haben. Andere Spieler hatten das schon mindestens 2-mal durch zu dem Zeitpunkt und konnten mit dieser DLC halt nichts anfangen. Ich konnte gerade noch was damit anfangen, weil ich gerade halt dabei war, die Hauptquest zu machen. Und das hat mir gerade gut in den Kram gepasst. Aber ganz ehrlich, das DLC kam ein bisschen spät. Muss ich sagen, es kam ein bisschen spät. Gut, kam nicht zu Release. Hatten wahrscheinlich entweder geplant, es bis dahin fertig zu kriegen, bis zum Release, haben es dann nicht geschafft. Oder es war wirklich geplant, erst irgendwie 2-3 Monate nach dem Release das Ganze rauszuhauen. Aber naja, wir waren halt an dem Punkt schon reich und... Es war ein nettes Gimmick, definitiv. Ich freue mich auf weitere Add-ons. Ich kann mir nicht vorstellen, was da noch für Add-ons kommen sollten. Vielleicht wirklich, dass wir das Schwert finden, weil ich finde, wir hatten ja 2 Hauptquests. Die eine Hauptquest war die Rache an der Zerstörung unseres Dorfes und die andere war ja quasi das Schwert zurückzubringen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir per DLC nochmal an dieses Schwert rankommen können. Aber die andere Hauptquest wird wahrscheinlich dann auf Teil 2 weiterlaufen. Ich bin gespannt auf Teil 2, auch wie sie das machen, weil im Endeffekt, wir sind ja jetzt schon ein ausgebildeter Ritter. Und man kann ja einfach nicht von Null anfangen, das geht ja nicht. Es sei denn, jemand schlägt mir auf den Kopf, weißt du, Gehirnerschütterung, alles vergessen. Ich meine, das ist der Standard bei solchen Spielen, ne? Ich meine, wie wollen die das machen? Die können doch nicht denselben Charakter nehmen und alles auf Null machen. Oder? Ah, nee, das geht auch nicht. Ich meine, wenn sie den Speicherstand aus Teil 1 nehmen und den in Teil 2 reinpacken, wäre das natürlich eine Lösung. Aber für neue Spieler wäre das natürlich nichts. Ja. So viel zu Kingdom Come Deliverance. Morgen geht's dann fürs Erste ein neues Projekt, bis DLCs kommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen.
Und ja, schreibt am besten in die Kommentare, wie ihr dieses Spiel fandet, ob es ein bisschen langweilig war, ob es spannend war. Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Als Spieler empfindet man das natürlich ein bisschen anders. Ich, der es gespielt hat, ich fand es ganz lustig. Einerseits war das schon ein bisschen träge, also es hat sich gezogen. Ich habe es richtig schon gemerkt, dass die Nebenquests haben sich halt manchmal, es gab zwei, drei Nebenquests, die haben sich halt so richtig gezogen, wo du dachtest, wann ist das zu Ende? Es tut schon langsam weh. Und dann gab es halt wirklich Quests, die waren auch ganz gut. Das Erkunden hat Spaß gemacht. Es gab hier und da an den Ecken schon was zu erkunden. Und ja, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Haut rein, euer Zero. Und wir gucken, was passiert, wenn ich weiter drücke. So. Du schlägst dich gut, Junge. Vater! Na komm. Du weißt, da bin ich nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich vermisse dich und Mutter. Ich vermisse euch sehr. Es wird alles gut. Wir sind stolz auf dich. Weshalb? Ich ließ euch im Stich. Verlor das Schwert und ließ diesen Bastard entkommen. Sei nicht so hart mit dir selbst. Es gab nichts, was du tun konntest, um uns zu retten. Aber du, Junge, du musst weiterleben. Das Schwert ist egal. Es ist nur ein Gegenstand. Du wolltest nicht, dass ich kämpfe. Jetzt sieh mich an. Dich dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Du hast das Richtige getan. Ich muss dich jetzt verlassen. Nein, bitte. Du weißt, ich kann nicht bleiben. Sehen wir uns jemals wieder? Wer weiß. Mach sie stolz. Geh nicht. Geht nicht. Nein. Wovon zum Teufel hast denn du geträumt? Du wolltest gar nicht aufwachen und es ist schon Nachmittag. Herr Ratzig will dich in der oberen Burg sehen. Die Herren beraten sich mit Jobst. Ja, gut. Bin schon unterwegs. Sonst noch was? Ach, nichts, nur... Ich weiß nicht mehr, wie ich dich anreden soll. Urplötzlich bist du Herrn Ratzigs Sohn und gehörst damit auf einmal zur adligen Gesellschaft. Und ich bin nur ein einfacher Mann. Ach, komm schon, du Blödmann. Sehe ich so aus wie ein edler Herr? Nicht wirklich. Du bist so wenig Herr wie ich eine Nonne. Und in der Kutte sehe ich nicht besonders gut aus. Verschwinde, Mann! Sonst kommst du noch an den Schandstuhl. Geht's jetzt doch noch weiter? Ah, Heinrich. Gehst du etwa auch zum Treffen mit Markgraf Jobst? Ja, stimmt. Was ist mit Istvan? Ich nehme an... Dass er uns entwischt ist? Richtig. Denn hätten wir ihn, wärst du der Erste, der es wüsste. Aber keine Sorge, wir kriegen ihn noch. Ich hoffe, du hast recht. Wie auch immer, lass uns sehen, was Jobst von uns will. Meine Herren, möge Gott euch segnen. Dich ebenso, Herr Kapern.
Das ist mein Sohn, Heinrich. Ich wusste nichts von einem Sohn, Herr Ratzig. Es war auch für Heinrich eine Überraschung. Dieser werte Herr ist Johann der Zweite von Liechtenstein, Mitglied meines Rates. Eine Ehre, meine Herren. Tretet näher! Der Markgraf wollte uns eben den Grund seines Besuchs verraten. Derognaden? Hochverehrte Herren, wir sind uns sicher einig. Die Unruhen müssen ein Ende haben. Das Land braucht einen König. Die Frage ist, welchen König? Mein Vetter, Wenzel der Vierte, der gefangen gehalten wird. Ich gebe zu, deine Antwort überrascht mich ein wenig, mein Herr. Wenn ich richtig informiert bin, hieltest du es bis vor kurzem mit deinem Vetter Sigismund. Das streite ich nicht ab. Mein Standpunkt war stets deutlich. Aber die Zeiten haben sich nun mal geändert. Was genau hat sich geändert, euer Gnaden? Nun, in einer Sache stimmen wir ohne jede Frage überein, nämlich der, dass König Wenzel seines Vaters Gabe für das Regieren nicht geerbt hat. Leider haben seine Misserfolge Böhmen, den Adel und unsere ganze luxemburgische Familie viel Kraft und Geld gekostet. Wie konnte es der König so weit kommen lassen, verdammt! Es ist seinem Charakter geschuldet. Ihn interessieren nur Wein, Frauen und die Jagd. Er ist ein König, der nie König sein wollte. Warum überließ er die Krone dann nicht seinem Bruder? Junger Herr, die Krone lastet schwer, wenn es gilt, Pflichten zu erfüllen. Aber sie aufzugeben, bedeutet auch die Aufgabe von Privilegien. Aber er hat seinem Bruder Macht überlassen. Als die Dinge aus dem Ruder liefen, bat Wenzel seinen Bruder Sigismund, die Ordnung wiederherzustellen. Heißt das etwa, Wenzel hat Sigismund hergeholt? Mir dreht sich so langsam der Kopf. Es ergibt mehr Sinn, als man denken mag. Sigismund wollte die Macht des Hauses von Luxemburg wiederherstellen. Er glaubte, wenn er Wenzel hilft, die Kaiserkrone zu erlangen, würde dieser ihm mit Sicherheit zum römisch-deutschen Thron verhelfen. Und das Regieren des Reiches und Böhmens ihm überlassen. Während Wenzel weiterhin das tun würde, was er am besten kann, und zwar das Leben am kaiserlichen Hof genießen. Warum wurde Wenzel nicht zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt? Er wurde doch schon vor langer Zeit gewählt. Er hätte sich doch nur noch vom Papst die verdammte Krone aufsetzen lassen müssen. Wer weiß, vielleicht zog er es vor, auf die Jagd zu gehen und Zeit mit Zuberdirnen zu verbringen, anstatt mit dem Papst. Zugegeben, das würde ich auch. Sigismunds Plan hört sich stimmig an, aber so ist es wohl nicht gelaufen, nicht wahr? Für eine Weile schon. Sein Bruder und er trafen eine Übereinkunft. Sigismund übernahm von ihm die Verwaltung des Reiches und bereitete unverzüglich Wenzels Reise nach Rom zur Krönung vor. Doch dann begriff Wenzel, dass er nur eine Marionette mit einer Krone wäre. Ich muss sagen, Markgraf Jobst, Wenzel und Prokop verhielten sich wie unartige Kinder, die eine gute Tracht Prügel gebraucht hätten. Da würde Sigismund zustimmen. Er plante bereits seine Herrschaft über Böhmen, aber Wenzel machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, er verlor die Geduld und wollte Wenzel zur Krönung zerren, egal wie der sich dagegen wehrte. Wie ein unartiges Kind, könnte man sagen. Also entführte er ihn und deinen Bruder Prokop, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Und du hast ihm geholfen. Hab ich nicht recht? Ja, meine Herren, ich war dort, als Sigismund Prokop entführte. Ich dachte, dass sich die Dinge regeln lassen würden, dass wir meinen Bruder zur Vernunft bringen könnten. Doch Sigismund hatte sich in den Kopf gesetzt, dem Streit ein für allemal ein Ende zu setzen, koste es, was es wolle. Und ich konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier bin. Das Schlimmste ist, dass alles vergebens war. Der Aufstand wurde nicht beendet, nein, im Gegenteil, er eskalierte. Und das Chaos, in dem wir nun stecken, ist die Folge davon. Das ist wohl wahr, Herr. Aber ich muss zugeben, ich verstehe deinen Standpunkt nicht. Der König ist unfähig und wir sollen ihn beschützen? Die traurige Wahrheit ist, dass wir trotz Wenzels vieler Fehler keinen anderen Kandidaten haben. Also müssen wir mit seiner Faulheit auskommen. Ha, immerhin mag das Volk ihn. Aber was sollen wir nun tun? Sigismund hat die Herrenvereinigung hinter sich.
Otto von Bergo, Heinrich von Rosenberg. Die Situation ist absolut außer Kontrolle. Auch die Adligen der Herrenvereinigung sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Sigismund die völlig falsche Wahl war. Also ist Bergo jetzt auf unserer Seite? Sollen wir mit ihm eine Armee aufstellen und uns Sigismund zur Schlacht stellen? Wir sind nicht in Ungarn. Diese Dinge können elegant gelöst werden. Ohne unnötige Feindseligkeiten und Kosten. Ich habe eine Allianz ausgehandelt. Mit den ungarischen Bischöfen, den polnischen und natürlich dem tschechischen Adel. Gegen Sigismund. Er verliert jeden Tag mehr an Einfluss. Und deshalb brauche ich auch eure Hilfe. Hilfe welcher Art? Sigismund befehligt eine riesige Armee und viele stehen ihm vermutlich immer noch bei. Hast du eine fähige Armee zur Verfügung? Nein, das ist nicht das, was ich damit meine. In Ungarn gab es einen Aufstand gegen Sigismund und ein bisschen habe ich damit zu tun. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er die böhmische Krone will, was ein äußerst riskantes Unterfangen wäre, oder sich doch lieber an die ungarische klammern will. Beide bekommt er nicht. Und in Ungarn erwartet ihn ein harter Kampf. Ob er diesen gewinnt, ist fraglich. Und Rosenberg und Bergo wissen das auch. Sie sind nämlich nicht dumm. Wenn sich der böhmische Adel vereint, dann werden sie fallen. Darauf haben wir kaum Einfluss, Markgraf. Ratzig hier hat nach seinem Bündnis mit Wenzel alles verloren. Herr Divisch erging es beinahe ebenso. Und sogar Ratei ist gegen Sigismunds Truppen wehrlos. Außerdem, euer Gnaden, ist König Wenzel in Wien in Gefangenschaft. Von dort aus kann er nicht regieren. Was schlagt ihr also vor? Mit verschränkten Armen dazusitzen, bis ganz Böhmen zu Asche verbrannt ist, wie Skalitz? Dieser sinnlose Krieg muss ein Ende finden. Weißt du denn, Herr, wie der wahre Standpunkt der Herrenvereinigung aussieht? Tja, es steht im Moment leider nicht zum Besten zwischen uns. Du musst sie also selber fragen. Aber ja, warum eigentlich nicht? Ich besuche Bergo auf seiner Burg und höre mir an, was er zu sagen hat. Das ist gar keine so schlechte Idee, junger Herr. Richtig, aber sehr riskant. Ich bezweifle, dass Bergo einem blaublütigen Boten schaden würde. Du hörst dir an, was er zu sagen hat und was die Herrenvereinigung plant. Danach entscheiden wir, wie wir weiterverfahren. Ich helfe dir, einen Brief zu verfassen. Ich hätte gern Heinrich dabei. Warum nicht? Er hat sich als sehr fähiger Ermittler erwiesen und ist auch eine gute Leibwache, falls etwas schiefläuft. Und ich schicke Herrn Johann hier als mein Auge und Ohr nach Kuttenberg. Ich denke, beide Berichte werden uns in dieser Situation weiterhelfen. Wann wollt ihr los? Sobald ich gepackt habe. Gut. Markgraf Jobst und ich verfassen den Brief. Bereitet euch vor, wir treffen uns hier wieder. So eine lange Sequenz. Alter, das war ja fast schon ein Film. Deinem Namen zu schreiben. Als Herr von Leipa. Ganz recht, Markgraf. Okay. Was genau soll ich schreiben? Soll ich mit meinem Vater reden? Nicht was, Bernhard, was hältst du von Markgraf Jobst? Nach dem, was ich über ihn gehört habe, würde ich ihm kein Stück trauen. Ich auch nicht. Vertrau keinem, der derart gern sein Mäntelchen nach dem Wind hängt. Genau. Und die Sache mit Prokop kaufe ich ihm nicht ab. Er hat seinen eigenen Bruder hintergangen. Der Rest ist nur Gefase. Andererseits ist Jobst in der Lage, den Adel auf seine Seite zu ziehen. Er könnte Sigismund tatsächlich ausboten. So, Freunde, ich werde jetzt noch eine Weile aufnehmen. Kann sein, dass ich das Ganze dann mehrere Folgen splitte, wenn es noch länger dauert. Ich weiß halt nicht, wann Ende ist. Du hast also eine Mission vor dir. Ja, ich freue mich drauf. Ich will deinen Eifer nicht schmälern, mein Junge, aber sei vorsichtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer weiß, was geschieht. Und Bergo ist sicher kein Heiliger. Keine Sorge. Ich weiß, du hast bewiesen, dass du gut zurechtkommst. Aber sei bitte vorsichtig. Du reist als Herrn Capons Leibwache. Du musst Sorge tragen, dass ihm nichts zustößt. Halte die Augen und Ohren offen. Was Bergo euch erzählt, ist eine Sache. Okay, ruhig was weiter. Was du siehst, vielleicht eine ganz andere. Sei versichert, Vater. Und lass dich in nichts verwickeln.
Überbringt den Brief, hört euch die Antwort an und kehrt zurück. Ja. Also gut, Bergo ist auf Burg Troski. Du wirst überrascht sein, wenn du sie siehst. Sie ist eine der schönsten dieses Landes. Sie liegt 3 Tagesritte von hier entfernt. Wenn ihr nicht auf Schwierigkeiten stoßt, solltet ihr bald zurück sein. Irgendwelche Fragen? Oh, nö. Passt schon. Das war alles. Nun gut, nimm Hanuschs Brief und viel Glück, mein Sohn. Was hältst du von all dem, Herr Divisch? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dann sind wir schon zu zweit. Würde ich Jobst nicht kennen, hätte ich ihm ohne weiteres geglaubt. Aber ich habe schon zu viele Geschichten über ihn gehört. Ich ebenso. Aber ich glaube auch, dass er die besten Chancen hat, alles ins Lot zu bringen. Warten wir ab, was wir von Bergo erfahren. Nein, ich weiß ja nicht so recht, Freunde. Ich glaube, das ist ein guter Brief, meine Herren. Ohne Zweifel. Man kann nicht herauslesen, ob wir Sigismund unterstützen oder bekämpfen. Ich muss zurück nach Brünn, aber bald werde ich nach Brandenburg reisen und auf dem Rückweg hier Halt machen. Bis dahin sollte Herr Capon zurück sein und dann besprechen wir alles Weitere. Gut. Aber bevor du gehst, werter Herr, es gibt da noch etwas, das mich beschäftigt. Warum kam Sigismund als Feind zu uns? Das ergibt keinen Sinn. Mein gnädiger Herr, wenn ich das erklären dürfte. Oh, ja bitte, erleuchte uns, junger Herr. Ich lebe nicht weit von Ungarn entfernt, wo Sigismund regiert. Es ist ein wildes Land. Ständig im Krieg mit den Türken, das hat die Menschen abgestumpft. Sie brauchen einen Monarchen mit eiserner Hand. Als Sigismund hier eine Rebellion witterte, agierte er dementsprechend. Doch seine Vorgehensweise mit den ungarischen Adeligen funktioniert hier in Böhmen nicht. Ordnung zu schaffen ist eine Sache, Barbaren rauben und brandschatzen zu lassen eine andere. Was soll das bringen, frage ich mich. Sigismund hat dem böhmischen Adel zunächst die Chance gegeben, sich auf seine Seite zu stellen. Erst als sie abgelehnt haben, hat er die Geduld verloren und das Schwert in die Hand genommen. Und was die Barbaren angeht, er kann sich nichts Besseres leisten. Der ungarische Adel hätte mit diesem Feldzug in Böhmen absolut nichts zu gewinnen. Folglich hatte er für eine richtige Armee kein Geld, also musste er die Kumanen rekrutieren. Was er ihnen nicht zahlen kann, das plündern und stehlen sie eben. Nur reichte es selbst den Kumanen letztendlich nicht. Deshalb überfiel er Kuttenberg und Skalitz. Er hatte es auf das Silber abgesehen. Das ergibt Sinn. Meine Herren, wie weit seid ihr mit dem Brief? Er ist fertig. Dann können wir losreiten. Denk daran, was wir gesagt haben, Junge. Überbringe nur den Brief, hör dir die Antwort an und komm umgehend zurück. Verärgere Bergov auf keinen Fall. Verärgern? Ich? Niemals, Onkel. Wir sind in ein paar Tagen zurück. Leb wohl, meine Herren. Komm, Heinrich, die Männer warten. Gute Reise wünsche ich. Ich sehe schon, hier wird die Geschichte schon mal für den zweiten Teil vorbereitet. Irgendwas wird passieren. Los. Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen. Wenn du möchtest, kannst du dich noch den Nebenquests und Aktivitäten widmen oder einfach die Spielwelt genießen. Du kannst das Spiel jederzeit beenden, indem du zu Herrn Hans Capons Gruppe stößt. Okay. Tun wir einfach mal. Ich meine, ich kann ja kurz speichern. Hallo? Du bist jetzt nicht ausgefallen, oder? Ah. Das heißt, wir sind jetzt doch am Ende. Hey. Wir reiten hin und somit ist das Spiel beendet. Nochmal knapp 30 Minuten drauf. Nach den Credits. Ich muss sagen, die Credits hätten ruhig Himmel, pass auf, jetzt gleich kommen können. Das hätte es weniger peinlich für mich gemacht. Heinrich, schön, dass du da bist. Was zur Hölle machst du? Geh zu deinem Pferd.
Oh, ich dreh durch. Du bist doch mein Pferd, oder nicht? Was soll ich jetzt... Oh, jetzt soll ich zu dem noch gehen. Können wir aufbrechen, Heinrich? Ich kann es kaum erwarten. Ja, kann's kaum erwarten. Nun denn, aufsitzen! Der Herr von Bergo wird sich sicher freuen. Ich checke einfach das Ende hier von diesem Spiel nicht. Wo zur Hölle ist denn bitte sehr das Ende dieses Spiels? Hör auf, mich rumzuschubsen. Ich bin die Begleitung. Ich muss hier sein. Ich wette, das Spiel geht jetzt noch eine Stunde. Wie lebt es sich als hochwohlgeborener Bastard? Ich gewöhne mich schon dran. Was ist mit Ratzig? Hat er erklärt, warum er sich nicht schon vorher zu dir bekannt hat? Hat er. Ich denke, jetzt wird alles gut. Schön zu hören. Als Adliger freundet man sich lieber mit einem adligen Bastard an, als mit einem Schmied. Selbst ein ehemaliger Schmied kann ganz schön austeilen, junger Herr. Was hältst du von Markgraf Jobst und seinem Plan? Nun, ich gebe zu, ich durchblicke all die Intrigen nicht ganz. Ich dachte, Sigismund sei der Teufel und Wenzel ein Märtyrer. Und auf der einen Seite Schurken, auf der anderen Helden. Ich dachte, wir befreien den König und alles wird wieder gut. Aber nun sieht alles viel komplizierter aus. Richtig. Ich hatte nicht erwartet, dass Adlige immer Engel sind, aber solche Abgründe ebenso wenig. Sie verhalten sich wie Kinder. Wie schaffen sie es, nach all der Hinterhältigkeit überhaupt noch miteinander zu reden? Das frage ich mich, ehrlich gesagt, auch. Tja, was soll ich sagen? Für mich, Wusstest du eigentlich, dass König Wenzel ein so nutzloser Trunkenbold ist? Nein. Und um ehrlich zu sein, wollte ich es auch gar nicht wissen. Ich schlief besser, als ich dachte, dass mich ein weiser und mächtiger König beschützt. Ich auch. Welch eine Welt, in der man nicht mal etwas auf den eigenen König geben kann. Andererseits waren die Zeiten unter ihm besser als nun, da er fort ist. Das ist wohl wahr. Ich muss sagen, das mit Hallenberg war auch gerade ziemlich... Alles war ziemlich kritisch. Es war wie zwei Kinder, die sich gestritten haben. Sigismund. Ich hätte schon viel früher die Nase voll von seinem Bruder gehabt. Aber er ist ein Monster. Sieh dir nur an, was seine Horden anrichten, was sie mit Skarlitz gemacht haben. Das ist wahr. Andererseits wäre nichts davon passiert, wenn Wenzel und Prokop ihn nicht hintergangen hätten. Er musste Skarlitz nicht gleich abbrennen. Ja, aber er konnte die Verräter nicht einfach gewähren lassen. Und dennoch, ich verurteile seine Taten. Er ist ein Wiesel. Oh ja, das ist er. So, ich werde jetzt einfach die Klappe halten, weil es mich nervt, dass die ständig da reinquatschen. Und ich werde einfach jedes Mal vorspulen, wenn nichts passiert. Weißt du etwas über Prokop? Herr Hanusch könnte dir da einiges erzählen. Wieso? Letzten Winter versuchte ein gewisser Ritter, Herr Johann Sokol von Lamberg, die Stadt Iglau zu besetzen, die unter der Befehlsgewalt keines Geringeren als Prokop stand. Und was hat das mit Hanusch zu tun? Naja, er war damals dabei. Natürlich würde er das Jobst gegenüber nicht erwähnen. Und was wollten sie erreichen? Sie wollten eine Stadt besetzen, die auf Seiten der Herrenvereinigung steht. Aber obwohl sie mit mehreren hundert Mann anrückten, gelang es nicht. Sie kamen nicht an den Iglauer Frauen mit ihren Mistgabeln und ihrem kochenden Wasser vorbei. Wer hätte gedacht, dass Hanusch so ein Rebell ist? Und hast du schon einmal von Ruprecht von der Pfalz gehört? Ja. Er schafft es nicht einmal, einem König die Macht abzunehmen, der sie gar nicht haben will und nicht verteidigt. Kein Mann, der das Zeug zum Regieren hat, wenn du mich fragst. Mehr muss man nicht wissen. Ich wette, wir reiten jetzt einfach nur zum Rand der Karte. Wo sind wir jetzt? Da werden wir hinreiten, höchstwahrscheinlich. Und dieser Bergo, zu dem wir reiten, weißt du irgendetwas über ihn? Ich habe kaum Gutes über ihn gehört, aber manche Adligen bewundern ihn offenbar dennoch. Seine Burg soll sehr beeindruckend sein. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Ich bin gespannt. Sind die langsam, ey. Was genau ist diese Herrenvereinigung? Ein wohlhabender und aufgeblasener Haufen. Der König mag sie wohl nicht besonders.
Er umgab sich lieber mit Adligen niederen Ranges, zum Beispiel mit deinem Vater. Ich kann ihn verstehen, weißt du? Aber die Adligen waren wenig erfreut über ihren schwindenden Einfluss, also handelten sie. Wäre ich Wenzel, hätte ich sie nach der ersten Entführung hängen lassen. Aber stattdessen gab er ihnen Macht im Provinzialrat. Kein Wunder, dass sie es wieder versucht haben. Das Ende. Errungenschaft freigeschaltet, deswegen. Na dann legen wir mal los. Endlich habe ich das Gefühl, mal etwas Sinnvolles zu tun. Wir helfen bei der Rettung des Königs. Anstatt diesen gekrönten Saufbold zu retten, würde ich lieber das Schwein ausfindig machen, das meine Eltern ermordet hat. Ich will mein Schwert zurückholen und diesen Bastard damit aufspießen. Kopf hoch, Heinrich. Ich bin mir sicher, dass du den Kerl erwischen wirst. Und das bestimmt schon bald. Auf geht's, Männer! Audentes Fortuna Juvat! Ja, das war's jetzt wirklich, das war's mit dem Epilog. Ja, Freunde, wir sehen uns dann morgen wirklich beim nächsten Spiel wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch genauso sehr gefallen wie mir, auch wenn das Ende extrem, ja, irgendwie lame war. Ich, keine Ahnung, ich hätte gerne ein Schwert gehabt. Ich hätte gerne so ein episches Ende. Aber dieses Spiel ist keine Heldengeschichte, dieses Spiel ist das Mittelalter. Haut rein, euer Zero, tschüss.